Maria Voskania holte 2017 den 3. Platz bei Deutschland sucht den Superstar. Seither ist sie einem größeren Publikum bekannt und fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Doch wusstet ihr, dass die Sängerin nicht schon immer im Rampenlicht stand? Tatsächlich war sie vor ihrem Erfolg Background-Sängerin von Helene Fischer. 2009 schickte Maria ein Demoband an das Team der Schlager-Queen. Dieses lud sie ein Jahr später zu Proben ein. Sie wurde fester Bestandteil im Chor der Liveband. Bei Tourneen, Shows und TV-Auftritten von Helene war die Background-Sängerin dabei. Ende 2014 holte Helene sie nach vorne an den Bühnenrand und Voskania sang ihr eigenes Lied »Was weißt denn du von Liebe?« 2014 veröffentlichte sie dann ihr erstes eigenes Schlageralbum als Solokünstlerin mit dem Titel »Lust am Leben«. Als Solokünstlerin versuchte sich Maria bereits in der Vergangenheit und noch bevor sie mit Helene auftrat, dies jedoch ohne Erfolg. Vor ihrem Abitur im Jahr 2008 entstanden in ihrem eigenen Heimstudio selbst komponierte Songs, wie auch ihr erstes selbstgeschriebenes R&B-Soul-Album in deutscher Sprache. Ein kommerzieller Erfolg blieb damals jedoch aus.